Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Folge Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Und zwar haben wir eine ganze Menge Änderungen in der letzten Zeit erfahren. Ich möchte die diesmal in einem kleinen Video hier zusammenfassen. Es wird jetzt ein bisschen quer durch den Gemüsegarten gehen, sind ein paar Änderungen, die wir jetzt hier haben. Fangen wir zuerst mit dem Schiff an, was wir hier sehen, sozusagen als Stellvertretung für alle ARP-Schiffe, Eastern Dragon und Southern Dragon Schiffe, die jetzt hier zusammengefasst werden. Und zwar gab es eine Menge Feedback aus der Community und Wargaming hört jetzt darauf und wird die Spezialvisualisierung dieser Schiffe, also diesen besonderen Rauch, diese besondere Visualisierung, wenn der Torpedo davon getroffen hat und eben wahrscheinlich, denke ich mir jetzt einfach auch mal die Tarnung, der Tarnungsanstrich, die werden jetzt in separaten Tarnungen in Zukunft erhältlich sein und somit dann auch auf anderen Schiffen wahrscheinlich anwendbar werden. Ja, alles Work in Progress, wie gesagt, das kann sich alles noch in der Art und Weise ändern, aber das haben sie jetzt schon mal bekannt gegeben. Und ein Boni kommt noch, nämlich diese Schiffe, die hatten ja bis jetzt hier immer die Einschränkung, dass sie nur diese Tarnung benutzen konnten. Man konnte hier quasi gar keine Tarnung, keine andere Tarnung raufpacken und das soll in Zukunft eben auch möglich sein, dass diese ARP-Schiffe und Eastern und Southern Dragon Schiffe eben dann eine andere Tarnung bekommen. Typ 5, Typ 10 kann man eben dann rauf machen. Entscheidend ist auch, dass dieses Paket mit diesen visuellen Änderungen und so weiter ja, die ganz normalen Standard-Kampf-Bonis im Spiel erhalten wird. Weiter geht's dann mit dem Koop-Matchmaker. Und zwar wird wohl mit dem Update 0810 die Matchmaker ein bisschen aktualisiert werden. Aktuell haben wir es ja so, dass wir im Koop 8 gegen 8 fahren. Und Wargame hat sich gedacht, das ist jetzt nicht mehr so besonders anstrengend und nicht mehr besonders ja, fordernd sozusagen. Und wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich dann ab dem Update 0810 ein 9 gegen 9 austragen. Es wird weiterhin so sein, dass wenn nicht genug menschliche Spieler da sind, werden die dann mit Bots aufgefüllt. Und bei den Verbündeten hat man gegebenenfalls auch ein paar Bots dabei. Und als dritten Punkt in diesem Ausblick haben wir schon die Ranked Season. Die Ranked Season 14, die wird nämlich mit der Update 0810 beginnen und wird auf der Tierstufe 10 ausgetragen im Format 8 gegen 8. Es wird nicht mehr als ein Flugzeugträger pro Team geben. Das heißt, es werden wahrscheinlich Work in Progress CVs für diese gewetteten Gefechte verfügbar sein. Und es wird auch als Hauptprämie für Platz 1 dann 5500 Stahl geben können, also mit, wenn man den ganzen Weg bis zu Platz 1 gemacht hat und dann die Hauptbelohnung eben, das sind da zusammen 5500 Stahl. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht in den anderen Rängen nochmal irgendwo 1 oder 200 Stahl schon mal vorher verstecken und dann die Hauptbelohnung 5000 ist. Das steht jetzt hier nicht ganz klar dabei. Aber es gibt eben nicht nur diese Veränderung, sondern wir werden auch Veränderungen bei Karten haben. Und zwar die, die ihr auch gerade eingeblendet seht, die Karten Salomon, Ring, Neuer Morgen, Gefahrenherd, Zwei Brüder, Splitter, Mündung, Zuflucht und Archipel sowie Land des Feuers. Die bekommen das neue Beleuchtungsmodell verpasst, also das, was wir jetzt schon bei manchen Karten eben sehen. Da ist es eben schon, ja, jetzt richtig cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses neue Beleuchtungsmodell finde ich mega, ja, auf den Karten. Da, wo auch eben die Schatten der Wolken jetzt auf dem Wasser gezeichnet werden, wie auf der Karte Ozean zum Beispiel, ist das ja schon der Fall. Das wird dann jetzt auf diesen Karten auch hinzugefügt werden. Und es werden noch zwei weitere Häfen geupgradet, nämlich der Hafen St. Petersburg und der Hafen Ozean, also da, wo dieses Schiff nur auf dem Wasser rumschwimmt. Die bekommen eben auch das neue Beleuchtungsmodell. Darüber hinaus wird auch das Zielvisier aktualisiert, damit wird irgendwie neue Technologien bekommen, so steht halt jetzt hier, genau wie die Minimap, die seit dem Update 0.8.5 jetzt integriert ist, wird wohl auch beim Zielvisier einige standardisiert werden, wahrscheinlich Informationen hinzugefügt werden und möglicherweise auch die Art und Weise, wie dieses Visier in eurer Oberfläche gezeichnet wird, wird wahrscheinlich anders sein. Davon werden wir vielleicht optisch gar nicht so viel merken, wissen wir nicht, wir haben kein Foto davon, aber ja, das ist zumindest das, was Wargaming uns jetzt hier schon mal angekündigt hat. Und dann kommen wir zu diesem schicken Schiff. Das hier ist der Kreuzer Puerto Rico Tierstufe 10, quasi eine weiterentwickelte Alaska, könnte man sagen. Ich habe euch ja in den letzten Streams schon das ein oder andere Gefecht mit der Puerto Rico gezeigt. Und jetzt, ja, mein Urteil damals war ja auch nicht so ganz besonders positiv, hat man jetzt ja vielleicht auch mitbekommen. Es ist ein super träges Schiff, wie ich persönlich finde. Die Schussreichweite ist kürzer als bei der Alaska und ja, es fühlt sich deutlich mehr als ein Schlachtschiff an,
wie zu einem Kreuzer hin orientiert. Die Alaska fühlt sich immer noch ein Ticken mehr wie ein Kreuzer an, von der Agilität, vom Antritt her, von allem eigentlich. Und ja, das gelingt bei der Puerto Rico eben nicht so. Wir haben halt den Unterschied bei der Puerto Rico zu Alaska ist eben, dass wir hier hinten und vorne zwei Geschütztürme jeweils haben. Und ja, 305 mm Kaliber. Nichtsdestotrotz, Wargaming wird dieses Schiff verändern, wird eine zweite Version bei der Puerto Rico geben. Und die hat es in sich. Nämlich, es wird eigentlich nur ein Parameter geändert. Erstmal vom Sigma-Wert, jetzt haltet euch fest, 1.9 hoch auf Sigma 2.2. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal angucken, wir haben eine horizontale Streuung von 248 Meter auf 18,8 Kilometer Kampfentfernung und dann ein Sigma von 2,2. Gut, 18,8 Kilometer müsste man mal schauen, ob man dann vielleicht doch die Reichweite lieber nimmt oder irgendwie sowas. Aber die Genauigkeit der Mumpeln wird wahrscheinlich deutlich spürbar genauer sein. Ich bin gespannt. Wir werden sie ja dann, sobald wir die Testschiffe wieder auf unserem Account haben hier als CCs, werden wir euch das natürlich wieder im Livestream, aber auch in einem separaten Video hier auf, bei SeaCrowds natürlich zeigen. Und ja, dann unser Feedback an euch weitergeben. Wir können die dann, wie gesagt, auch in Livestreams unterschiedlich mal skillen, unterschiedlich mal fahren. Also eine Sache ist in Zukunft, wie gesagt, immer ohne Probleme möglich. Aber das war schon mal zur Puerto Rico. Und jetzt habe ich euch einen deutschen Kreuzer hier ins Wasser gestellt. Nein, das ist noch nicht die Mainz. Ja, es ist ein deutscher Kreuzer. Ich habe euch jetzt hier erst einmal die Admiral Hipper reingestellt. Ist jetzt nichts Besonderes in dem Fall. Ihr habt das einfach nur so getan, weil die Mainz ja ein T8-Kreuzer wird mit 150 mm Geschützen. Und ja, da gibt es jetzt schon die erste Änderung, bevor der Test überhaupt losgeht. Das hier soll so ein bisschen der Stellvertreter sein. Der Rumpf der Mainz wird ja wohl sehr ähnlich zur Admiral Hipper sein. Aber wir werden eben nicht die gute Panzerung mit den 27 mm hier vorne haben. Da, wo ich mich noch, als wir den Mainz ursprünglich vorgestellt haben, ja so drüber gefreut habe, dass wir 27 mm Panzerung bekommen. Nein, bei der Mainz wird schon vor dem ersten Test die Panzerung von 27 auf 25 mm vorne und 25 mm hinten eben verändert. Und das sorgt eben dafür, dass der Overmatch viel zeitiger beginnt. Ne? Bei 27 mm wären es halt 387 mm und ja, jetzt wird es in Zukunft schon bei 358 mm Overmatch geben. Und wenn wir auf der Tierstufe 8 unterwegs sind, gibt es nicht sehr viele Schiffe, die ja ein kleineres Kaliber als 380 mm haben. Somit wären wir schon von eigentlich allen Schlachtschiffen overmatched, ja, kann man bald sagen. Vielleicht verirrt sich mal eine Duke of York oder eine King George V oder so ins Gefecht. Die hätten ein kleineres Kaliber, die würden uns nicht overmatchen. Mit AP-Munition ist es ja nur, aber ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, mein persönliches Empfinden. So, und dann habe ich euch stellvertretend einen italienischen Kreuzer reingestellt, weil bei den Italienern gibt es ein paar Änderungen. Ich möchte jetzt aber nicht jedes Schiff einzeln zeigen, sondern einfach mal stellvertretend. Dafür habe ich euch jetzt hier die Zara reingestellt, T7 der Italiener, hier auch schön in dem italienischen Hafen, Taranto. Deswegen fangen wir gleich an. Italienische Kreuzer Eritrea Tier 1. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird reduziert von 4,5 auf 3,5 Sekunden. Das finde ich extrem wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte neulich erst ein T1-Gefecht und da war die Nachladezeit so unheimlich langsam, das musste unbedingt gebufft werden. Ironie aus. Dann geht's weiter. Italienische Kreuzer Nino Bixio Tier 2. Nachladezeit der Hauptbatterie von 13 auf 12 Sekunden reduziert. Tier 3 bekommt eine Anpassung der Erkennungsweite aus der Luft von 4 km hoch auf 5,1 km. Das lag daran, dass die Flak-Reichweite des Schiffes halt weiter war, als es aus der Luft erkennbar war. Das möchte Wargaming nicht. Das hat auch was mit Fairnessgründen zu tun und so was alles. Jetzt wird halt die Erkennbarkeitsreichweite angepasst. Und zwar höher als die Flak-Reichweite ist. Und jetzt, dann gibt es noch eine Änderung bei der Nachladezeit. Auch da von 13 auf 12 Sekunden. Und bei der Tierstufe 4, die Alberto di Giussano, Tierstufe 4, Erkennbarkeitsreichweite aus der Luft von 4,5 auf 5,1 erhöht. Weiter geht's mit der Tierstufe 5, die Raimondo Montecuccoli. Ja, extra geübt. Ich liebe diese italienischen Begriffe. Richtig cool. Nachladezeit der Hauptbatterie wurde von 13 auf 14,3 Sekunden erhöht. Also ganz klar eine Nerf, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich, oh, mal gucken, wie sie die mit 14,3 Sekunden spielt. Ich habe ja diese Pläne aus den Containern gefunden für die Montecuccoli. Und das wird dann, ja, werden wir dann demnächst hier hochfarmen, hochspielen, hochgrinden. Die Nachladezeit der Torpedos wird dafür
auch nicht verkürzt, sondern verlängert von 47 auf 55 Sekunden. Und dann kommen wir noch zum T6-Kreuzer, der Italiener, die Trento. Die hat nämlich die Nachleitzeit reduziert bekommen von 16 auf 15 Sekunden. Wie gesagt, sind alles so Balancing-Gründe. Die Italiener werden noch überarbeitet, werden ständig jetzt geprüft, auch so wie ihr jetzt möglicherweise diese Schiffe aus den italienischen Containern bekommt. Das sind nicht unbedingt die finalen Werte. Ihr wisst ja, Forschungsschiffe werden schnell mal angepasst, wenn sich da die Meta des Spiels ändert. So ein bisschen müssen damit natürlich auch die Schiffe teilweise verändert werden. Und dann kommen wir zu der nächsten Änderung, beziehungsweise zum nächsten Vorschaubild. Und das wird vielleicht einige von euch freuen. Die Black-Schiffe kommen zurück. Nämlich mit dem Black Friday, vermutlich zumindest. Kann man von ausgehen. Ihr habt ja die Erfahrung sicherlich aus dem letzten Jahr gemacht. Da gab es ja auch 4 Schiffe. Und diesmal wird es sein. Hier natürlich die Scharnhorst Black. Dann gibt es noch die Sims in Schwarz. Die Alaska in Schwarz. Und unsere Graf Zeppelin in Schwarz. Heißt also, wir haben hier 2 Amerikaner und 2 deutsche Schiffe, die dann in der Black Edition verfügbar sind. Ganz wichtig für euch, diejenigen, die die Scharnhorst, die Graf Zeppelin, die Alaska und die Sims schon haben, für die ändert sich nichts, außer, dass die Schiffe anders aussehen visuell. Weil die Werte der Schiffe sind komplett unverändert. Da gibt es keinerlei Bonis, keinerlei irgendwas, außer, dass man hier eine echte, permanente schwarze Tarnung bekommt. Das wird auch als separates Schiff im Hafen stehen. Also ihr habt dann die Scharnhorst und die Scharnhorst Black. Ja, also wenn ihr beides aus diesen Containern zieht oder euch kauft, je nachdem. Ich vermute mal, das wird so ähnlich sein wie im letzten Jahr. Da konnte man Container kaufen, Glück haben und diese Schiffe rausziehen. Oder eben sogar, ich glaube, separat im Premium Store damals Geld ausgeben, wenn man noch irgend so ein Schiff haben wollte. Wie gesagt, Gameplay ist gar keine Veränderung. Und dann kommen wir zum italienischen Kommandant Luigi Sansonetti. Der wird nämlich ganz spezielle Personalisierung haben. Nämlich so wie auch die anderen historischen Kommandanten gibt es da eben einen speziellen Wimpel, besondere Geschossspuren und natürlich eine Leuchtrakete, wenn eben die besonderen Fähigkeiten ausgelöst werden. Wir sehen hier die grün-weiß-rote Schraffierung der Granatspuren. Finde ich total geil, finde ich wirklich total genial. Und dann geht's noch weiter. Hier ist das die Leuchtrakete, die ausgelöst wird, wenn eben hier diese Talente aktiviert werden. Also was wie High Caliber, also Großkaliber heißt er zu Deutsch. Wenn dieser Erfolg freigeschaltet wird, verkürzt sich ja die Nachladezeit der Hauptgeschütze um 5%, dann würde eben diese Leuchtrakete ausgelöst werden. Oder wenn man ein gegnerisches Schiff zerstört, wird die Reichweite der Hauptgeschütze einmalig um 8% erhöht. Übrigens ist diese Auszeichnung für Großkaliber auch, dass sich die Ladezeit um 5% verkürzt, auch nur einmalig erreichbar. Ne? Also wenn man, ja gut, High Kaliber kann man ja auch nur einmal erreichen in einem Gefecht, aber man könnte ja zum Beispiel mehrere Schiffe zerstören, ne? Dass sich das nicht addiert sozusagen. Ja, die Reichweite wird nicht größer und noch größer und noch größer. Ja, und dann gibt es ja natürlich noch diese andere Geschichte, dass man, wenn man 100 Bänder für Treffer der Hauptkalibergeschütze bekommt, dass man dann eben auch die Verbrauchsmaterialien verlängert bekommt, nämlich um 10%. Und das wird halt auch nur einmal ausgelöst. Aber jedes Mal würde eben hier so eine Leuchtrakete starten, zumindest interpretiere ich dazu. Ja, und dann gibt es hier natürlich noch diesen ganz speziellen Wimpel, den ihr da findet oben auf dem Schiff, wenn der Kapitän eben drauf sitzt. Außerdem wird der Kapitän noch Talente bekommen, spezielle Talente, die halt dauerhaft sind. Ne? Und zwar einmal gibt es den Ladeexperten, das heißt, wenn ihr den Granattyp wechselt, wird eben nicht nur 50% der Umladezeit erstattet, sondern 75%. Ne? Also jetzt als Beispiel, ihr hättet eine Nachladezeit von 10 Sekunden von SAP auf AP. Dann würdet und ihr diesen Skill, Ladeexperte, eben geskillt habt, dann wird es danach, aber nur dann, wenn ihr die AP-Granate fertig im Lauf geladen habt, noch 2,5 Sekunden dauern, um vom AP auf SAP zu wechseln. Ja, und ihr habt noch eine zweite Skillung, also eine zweite besondere Fähigkeit des italienischen Kapitäns, nämlich Torpedobeschleunigung. Der Torpedo wird um 7 statt 5 Knoten beschleunigt. Die Torpedo-Reichweitenreduzierung wird aber gleich bleiben. Also das war ja in der Vergangenheit schon so, dass man Torpedobeschleunigung skillen konnte. Der war dann 5 Knoten schneller, aber 20% kürzer war die Reichweite. Jetzt werden 7 Knoten schneller und die Reichweite wird trotzdem nur um 20% verkürzt. Das ist halt eine besondere Sache.
Und dann kommen wir zu den italienischen Emblemen, die auch wieder ins Spiel eingeführt werden, nämlich wahrscheinlich dann mit dem Update 0810. Ihr kennt es ja bei anderen Nationen, Franzosen, Deutschen, Japanern und so weiter. Wenn ihr da eine bestimmte XP-Anzahl verdient habt, also unter den Besten des Teams seid oder den 5 Besten des Teams und ihr dann eine gewisse Anzahl von Gefechten gewonnen habt, bekommt ihr bestimmte Embleme freigeschaltet. Ne? Also hier, das sind dann verschiedene Stufen. Umso mehr Gefechte man gewonnen hat, desto höher und desto bunter, detailreicher sieht das Emblem dann einfach aus. Das wird jetzt für die Italiener eben auch hinzugefügt. Ja, und damit wollen wir den Ausblick beenden. Ich denke, wir haben alles aus der letzten Zeit hier einmal zusammengefasst für euch kompakt in einem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde das ganze Secrets-Team und meine Wenigkeit sich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Den Kanal abonniert, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Ihr könnt uns auch bei Facebook finden, bei Instagram, bei Twitter. Überall sind wir vertreten. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Solltet ihr uns darüber hinaus unterstützen wollen, zum Beispiel mit einer Kanalmitgliedschaft oder so, da findet ihr dann auch unter dem Video hier noch den entsprechenden Button. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ne? Macht's gut, ciao, ciao, euer Secrets Team, euer Andi.